Hallo, so, es geht weiter mit einer Etappe bei der Tour. 9 Etappen gefahren. Ja, bin jetzt dann bei der 10. Etappe und wir sehen nochmal die Gesamtwertung. Vingegaard führt klar vor Gaudu. Dann Skelmose, Carapaz, der ja bei der Tour schon ausgeschieden ist. Hindley, Van Aert noch sehr weit vorn. Enric Mas leider ja auch schon raus. Martinez. Glaube ich, bei der Tour ziemlich weit zurückgefallen schon. O'Connor sieht auch nicht so gut aus. Barré, Madouas, Ciccone und so weiter. Gut, machen wir gleich mal weiter. Let's start the briefing for this stage. Today's route is hilly and a leg breaker. Perfect for attacking. Eine bergige Etappe, mal gucken, wie die ausgeht. Ja, heute bei der Tour. Ja, also ganz klar, der Massensprint. Ausreißer waren ja so gut wie gar nicht vorne, außer dann einmal kurz so zwischendurch gegen Ende der Etappe so ein bisschen. Also es war eigentlich eine relativ ereignisarme Etappe. Man muss schon ehrlich sagen, es war eigentlich eine richtig langweilige Etappe. Oh, Lopez dafür jetzt hier in Topform. Skelmose nicht gut in Form. Pedersen sehr gut in Form. Vielleicht hat er echt Glück und kommt rüber. Hello and welcome to all. It's very difficult to predict Ja, the outcome of today's stage. Philipsen knapp vor Caleb Ewan und Bauhaus wieder relativ weit vorn auf Platz 3, also sehr gute Leistung. Ansonsten pff, einige Stürze auf dem Parcours, wo man doch eher dachte, naja, es sind sehr breite Straße dann da auf der Rennstrecke, aber dennoch kommt es dann schon. Ja, wer schützt jetzt wen? Kam es jetzt doch zu 3 Stürzen, also kurz vor dem Sprint. Also das war schon, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich hoffe jetzt, ich weiß noch nichts Genaueres. Jakobsen konnte dann weiterfahren, das habe ich noch gesehen, aber dann habe ich dann nichts weiter gesehen. Also der Uno X-Fahrer ganz zum Schluss mit dem Cofidis-Fahrer war dann auch, sah auch nicht so sehr schlimm aus. Aber dann war noch mal ein Sturz nach dem Jakobsen-Sturz, den hatte ich jetzt noch gar nicht gesehen. Da dachte ich, wäre auch einer von Bora Hansgrohe betroffen gewesen. Aber ich habe es da nicht genau gesehen. So, aber machen wir jetzt mal hier weiter. Schützen, Skelmose, Schützen, Pedersen, Ciccone. Ich versuche vielleicht noch mal mit Lopez wegzufahren. Ob sie den wegfahren lassen, noch ein zweites Mal? Ich weiß es nicht. On today's menu, it should prove difficult to control the breakaway. It could be worth putting someone up front. Have a good stay. King of the Mountains. Sieht jetzt erstmal ganz gut Sprint in 2 km aus. for the breakaway group. Ja, ist wieder in der Ausreißergruppe, sehr schön. Road rises once again at the front of the race with the ascent of the Col de Guerri, a 6.5 km climb. King of the Mountain sprint in 2 km for the breakaway group. Ja, aufs Bergtrikot habe ich eigentlich keine Anstalten, keine Lust drauf. Riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. Kommt da nochmal die Sprint? Vielleicht sprinten wir doch nochmal mit. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The intermediate sprint is approaching. It will be fought out in Mont d'Or and straight after, the riders will begin the ascent of the Col de la Croix Saint-Robert. Bin zu weit hinten, ich bin zu weit hinten. Boah.
Muss jetzt hier schon sprinten oder was, um nach vorne zu kommen? Ach, jetzt bin ich eben natürlich hinten drauf gefahren, ey. Mist. Ja, Kopsen kann schon nicht mehr. Ach, schade. Beinahe noch vorbeigekommen. So, dann kommt ins Feld. So, jetzt wechseln wir wieder aufs Kielmose. Hä? Was war das denn jetzt? Schnell hier ranfahren, bitte. Ist da irgendwas falsch eingestellt? Passt alles. Eieiei. Was ist hier denn los? Okay, I'll consume a feed. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. The gap between the peloton and the escapees is stable. So. The front of the race is coming to the feed zone. The sawtooth continues. The riders will complete a sequence of 3 classified climbs in less than 25 kilometers. Each time there will be 2 and 1 points up for grabs. Ich hoffe, am letzten Anstieg ist das Tempo nicht so hoch, dass ich mit Skelmose Probleme bekomme. Breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Kirsch schon mit Problemen jetzt. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. The breakaways managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. So, 2 Minuten sind die Ausreißer noch von. Therefore, the stage winner will score 5 points in the polka dot jersey classification. Be careful, guy. The descent doesn't begin straight after the summit. There's 3 kilometers before the road really drops. So, wie sieht's vorne für Lopez aus? Sieht gut aus. Degenkolb, Castroviejo, Pedersen ist da. Simmons, Galopin. Puh. Wie sieht es denn auf der Etappe aus? Es geht eigentlich nur noch bergunter dann. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. So, nur 1 Kilometer, damit kommt auch ein Pedersen klar über den Berg. Wie sieht's vorne aus? Aha, Lopez ist ein Stück zurück. Okay, I'll consume a feed.
The descent is not very challenging. It will be difficult to change the race situation. So, Lopez ist vorn. Last time check with the breakaway. 1 minute. The descent will soon be over for the front of the race. The stage will probably be won in a mass sprint. So, ja doch Tempo. 4,8 Kilometer. Oh, ich wollte auf Petersen wechseln. So weit zurück. Dann mal nach vorne. 28 Sekunden. Vorne ist die Kurve. Schaffen wir das? Who will win today? Will someone try to attack in the closing kilometers? Tja, was machen wir nun? He's trying to get out of the pedal. 33,2 Kilometer. Ich wechsle. Ich glaube, die kommen durch. Oh, komm schon, das wäre natürlich ein Ding. Das wäre natürlich ein Ding. Zweiter Sieg. Perfekt. Mit Lopez. Das ist natürlich echt ein Ding. Das hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht, dass wir da durchkommen. Aber knapp vorne geblieben. Ja, jetzt hätte ich eigentlich nochmal auf Petersen wechseln müssen wegen dem Sprint. Es hat gereicht. Zweiter Sieg für Lopez in Folge. Well done, lads. Congratulations to you. We were the pre-race favorites and you lived up to the role with Brio. 36 Sekunden haben nur okay. Well done, guys. 40 Sekunden hat der Rest ausgeschieden ist Wellsford. So, wie sieht's? Oh, jetzt war Vingegaard scheinbar schlecht drauf. Oh Mann. Lopez ist jetzt 14, hat wieder ein bisschen was gut gemacht. Wie sieht in der Bergwertung jetzt aus? Ja, Lopez hat jetzt keine Punkte. Punktewertung, naja, da kommt er weit nach vorne. 72, Petersen 118. Ja, könnte vielleicht noch was werden, dann müsste ich mal gewinnen auch mit Petersen. Nachwuchswertung, Teamwertung. So, na gut, nächste Etappe fahren wir noch. Nochmal eine flache. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulty. So, dann ist da jetzt wirklich noch was für Mats Petersen. Aber zwei Etappensiege jetzt schon mal, das ist natürlich hervorragend. So, natürlich ist dadurch Lopez weiterhin in super Form. Jetzt ist auch Skelmose besser drauf. Natürlich, wenn es flach wird. Petersen auch in Normalform. Hello and welcome to Clermont-Ferrand for the start of the 11th stage of this Tour of Spain. It's a day where the sprinters will have big ambitions. The lack of any real slopes will make it easy to control the breakaway. And nothing should. So, dann machen wir erstmal ein Stäufen für Skelmose. Und ein Kirsch für Petersen. Then their teammates from setting up a mass sprint.
Jetzt lassen wir es dann aber mal und schicken niemanden weg. If only slightly. The peloton doesn't seem to want to let the lead group get away. Some teams must think that there are too many people up front. Ja, die werden nicht wegfahren. Was ist mit Woods los? 4 Minuten zurück schon? The first classified climb carries a fourth category label. There will be 1 point for the polka dot jersey. Jetzt lassen wir Hul wegfahren. For the breakaway. It might just work. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. The breakaway is losing ground. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Ah ne, Geschke ist noch da. Geschke und Calmejean. 3 Fahrer sind vorne, okay. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Na, da ist berghoch hier. The intermediate sprint of this 11th stage is approaching. It will be contested in Montluçon in less than 5 kilometers. Here's the winner of the intermediate sprint. The breakaway is losing ground. So, jetzt lassen wir ja auch mal einen Sprint gewinnen aus dem Feld. Yep. Ach, wenigstens das mal gewonnen. 13 Punkte. Wo ist Philipps? 9. Naja, gut, das sind Peanuts. Feld ist wieder da. Ist das nicht euer Ernst jetzt hier, Skelmose? Ist jetzt ernsthaft stürzen, oder was? Uff. Guck dir das den roten Dings an, ey. Oh, shit. Riders will soon be going head to head on the final classified climb of the day, a fourth category ascent that offers 1 point. Oh man, ey, wenn der jetzt ausscheidet. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Die Gesamtwertung ist so gut wie erledigt. Mann, Mann, schwerer Sturz von Skelmose. Bin ja gespannt, wie das die Auswirkungen, was das für Auswirkungen hat auf die nächsten Rennen. Last time check with the breakaway. 1 minute. The peloton is riding hard. Stay well placed. 30 seconds lead for the head of the race. The riders are all back together. Everything will be played out. Final kilometers.
So. Letzten Kilometer. Okay, I'll consume a feed. Only 5 kilometers left before the name of today's winner is known. Given the race profile, it is more than likely to be a sprinter who writes his name in the annals. So, 3 Kilometer. So, jetzt kommt die Rechtskurve hier, 2 Kilometer. Uff. Bin zu spät wieder aus Van der Poel. Wo ist Jakobsen? Komm schon. Ich glaube, das war irgendjemand anders. Also war ein ganz knappes Ding. Und ich glaube, ich habe den Tigersprung zu spät gemacht. Mit Skielmose, das nervt mich schon ein bisschen, ey. Mann, Mann, Mann. Jakobsen ist vorn. Nee, da kam noch einer. Ich glaube, Philipsen hat doch gewonnen. Er hat tatsächlich wieder gewonnen. Mann, Mann, Mann. Auch hier well done, guys. Der beste Sprinter. We were aiming for a top 5 spot. Aber knapp. You did the job. I'm happy with that. We retain the white jersey. Well done, guys. Skelmose 74, da ist auf jeden Fall so noch drin. Na gut, ja, das. Gesamtwertung. Oh, Skelmose sieht nicht gut aus. Die Krone sieht auch nicht gut aus. Puh. Punktewertung bin ich jetzt immerhin noch knapp 100 Punkte hinter Philipsen. Ja, gut, das war's dann jetzt erstmal mit leider einem schweren Sturz von Skelmose. Muss ich dann wirklich schauen, wie es weitergeht, ob das noch was wird. Ich bin gespannt. Mal schauen. Aber danke fürs Zuschauen. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.